Warum findet eigentlich so ein, warum finden diese Kriminalfälle in gewissen Städten, in Destinationen eigentlich statt? Wir haben an der IU ein neues und spannendes True Crime Projekt gestartet mit unserem Tourismusprofessor Philipp Grieser. Und was True Crime mit Tourismus und nachhaltigem Tourismus zu tun hat, das fragen wir ihn am besten einfach mal selbst. Philipp, hallo, schön, dass du da bist, wenn auch nur virtuell. Was hat denn True Crime mit Tourismus genau zu tun? Das ist ja erstmal eine Kombination, die man so nicht erwartet. Absolut. Ja, also auf jeden Fall, ich würde schon sagen, dass da eine wirklich enge Verbundenheit gibt, wenn wir uns über Tourismus und eben Crime-Geschichten unterhalten, da Menschen einfach von faszinierenden und auch von düsteren Aspekten einer Stadt auch wirklich angezogen werden. Das heißt, wenn wir uns über Crime-Tourismus unterhalten, dann geht es ja wirklich darum, dass man ja in die kulturellen und auch in die historischen Aspekte einer Stadt, einer Destination eintauchen kann. Und bei Crime Tourism ist es ja dann in der Tat so, dass da verschiedene Aspekte kombiniert werden. Also ja, sowas wie Spannung natürlich auch, Neugierde, aber eben auch in gewisser Weise Lernaspekte. Denn bei diesen Lernaspekten geht es dann darum, dass wir vielleicht auch so einen Eindruck bekommen, wie sich aufgrund von Kriminalität auch eine Gesellschaft in gewisser Weise entwickelt hat, dass wir dementsprechend auch so ein Bewusstsein kreieren können, also auch so eine Sensibilisierung für gewisse kulturelle Städte zum Beispiel auch für Mahnmäler, für Gedenkstädte, auch wenn wir dann eben als Crime-Touristen dorthin reisen. Und diese Bewusstseinserweiterung, das ist ja dann schon auch ein Bereich, der ganz dann natürlich auch den nachhaltigen Tourismus anspricht. Nachhaltiger Tourismus, wie genau definierst du das? Ja, nachhaltiger Tourismus, das bedeutet im Endeffekt, dass wir eine Förderung haben oder dass wir uns sensibilisieren im Bereich der soziokulturellen, der ökologischen und auch der ökonomischen Aspekte. Das würde zum Beispiel einerseits bedeuten, dass wir als Reisende zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder auch mit dem Fahrrad in allen Destinationen fahren, aber auch, dass wir lokale Wirtschaftsbetriebe fördern, die anschauen natürlich auch und dass wir eben auch so etwas wie Museumsbesuche in Anspruch nehmen oder weitere kulturelle Aspekte, die wir in der Destination haben. Wie genau bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, uns zu pitchen, hey, lass uns doch mal über True Crime sprechen? Ich bin ein absoluter True Crime Lover, muss ich sagen, deswegen habe ich mich sehr über deine Idee gefreut. Aber wie kommt's? Bist du auch True Crime Hörer von Podcasts und Co. oder wie ist es zustande gekommen? Ja, übrigens genauso wie bei dir. Also ich höre auch super gerne True Crime Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich hat dann immer so ein bisschen die Fragestellung fasziniert, warum finden diese Kriminalfälle in gewissen Städten, in Destinationen eigentlich statt? Also wo ist eigentlich die Verbindung zu sehen zwischen dem Kriminalfall an sich und auch der Stadt? Und diese Kombination eben auch dann vielleicht so ein bisschen eben von diesen psychologischen Komponenten, also was dahinter steckt, warum eigentlich dieser Crime stattgefunden hat. Und dann auch ne, dieser psychologische Aspekt, warum Menschen in gewisse Destinationen reisen. Diese Kombination, das fasziniert mich dementsprechend auch, wenn man das beides eben kombiniert und dann eben zu dem Aspekt kommt von True Tourism. Super, super spannend, wie ich finde. Ich freue mich total. Ich freue mich auch noch auf ganz viele weitere Projekte mit dir, was True Crime und Tourism angeht. Für alle da draußen, die noch nicht in unsere YouTube-Shorts reingeguckt haben, holt es auf jeden Fall nach. Es ist super spannend. Und schreibt auch gerne unten in die Kommentare mal rein, welche Kriminalfälle Philipp doch gerne nochmal für euch unter die Lupe nehmen muss. Und ansonsten danke für deine Zeit, Philipp. Das war's schon. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen und sage dir auch nochmal einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüssi.